Buongiorno, buongiornissimo, hallo, und herzlich willkommen in diese video, benvenuti in questo video. Oggi vi farò gli gnocchi con la zucca e lo zenzero. Allora, andiamo a vedere come si fa questa ricetta. So, jetzt zeige ich euch, wie das geht. Allora, per prima cosa taglio la zucca. Zum Ersten schneide ich die Kürbis poi la pulisco e la vado a tagliare. Tagliato allora tutta la zucca. Adesso metterò l'acqua a bollire perché la sbollendo un pochettino. So, ich habe jetzt den Kürbis geschnitten und den Kürbis werde jetzt ins Wasser für 5-6 Minuten kochen. Allora, l'acqua bolle, das Wasser kocht. Metto un po' di sale, dann mache ich etwas Salz rein e metto la zucca a cubetti. Und mache ich die Würfel Kürbis rein und lasse ich jetzt etwas kochen. Ho fatto cuocere la zucca per 7 minuti. Ich habe den Kürbis 7 Minuten kochen lassen. Also, es muss, sage ich euch. Vi faccio vedere, si deve tagliare con il coltello, ma muss man mit den Messer schneiden. Das Wasser schmeiße ich nicht weg, sondern benutze ich für die Gnocchi später. Allora, metto la zucca dentro lo schiacciapatate. So, da mache ich den Kürbis hier rein. Und presse ich den hier. Ecco qui. Ho schiacciato la zucca. Ich habe jetzt den Kürbis alles gedruckt und lasse ich jetzt erkalten. Allora, adesso lascio raffreddare la zucca e poi incomincio ad unire gli altri ingredienti. So, dann lasse ich jetzt den Kürbis erkalten und dann gebe ich die anderen Zutaten dazu. Allora, la zucchina si è raffreddata, den Kürbis ist kalt und jetzt mache ich den Ingwer dazu. E adesso metto lo zenzero grattugiato. Ancora un po'. Ecco qui, so, una cambissima. Poi metto un po' di sale, dann etwas Salz. Poi metto la farina. Mel. E dopo metto un rosso d'uovo und dann ein Eigelb.
So, und dann fange ich alle zu mischen. Incomincio a impastare. So, der Teig ist jetzt fertig. Allora, l'impasto è pronto e adesso incomincio a fare gli gnocchi. Allora, prima così. Allora, formate tutti prima dei cordoncini. So. Also, es macht ihr alle so Langwürmer und macht ihr ein bisschen den Teig drücken. Così. Ecco qua, poi li tagliate così, ecco qui. Poi se volete fare gli gnocchi un pochettino rigati, wenn ihr die Gnocchi ein bisschen mit Muster, dann macht ihr so. Mit der Gabel und lasst ihr hier ein bisschen rollen, so, und ab hier so ein bisschen Muster. Così, li passate alla forchetta, so rollen und ab hier den Muster drauf. Tenete sempre un pochettino di farina in più, che quando si arrotolano è meglio mettere sempre un pochettino di farina. Appiampissima melda poi, poi rollen. Così. Oh. So, und dann verbreitet hier mal eine Platte so mit Mehl bestreut. Preparate sempre un piatto oppure così un cabaret di cartone o qualcos'altro. Mettete sempre un pochettino di farina. Bevor dass ich die Gnocchi koche, dann mache ich in den Sieb rein, damit die übrige Mehl weggeht. Allora, prima che cuocio gli gnocchi, li metto qui e li passo in modo che si toglie la farina di eccesso. In eccesso. Ecco qui. Facciamo così. Das Wasser kocht. Allora l'acqua bolle e metto dentro gli gnocchi. Ho fatto sciogliere un po' di burro con la salvia. Ich habe jetzt das Butter in der Pfanne mit Salbei zerlassen. Und jetzt warten wir, dass die Gnocchi kochen.
So, die gnocchi sind gekocht, wenn nach oben kommen. Allora, come sapete, i gnocchi sono cotti quando vengono a galla. Allora, i gnocchi vengono a galla e sono cotti. Die gnocchi schwimmen nach oben und das bedeutet, dass gekocht sind. So, und dann mache ich in der Pfanne. Etwas Ingwer, metto ancora un pochettino di zenzero, un po' di pepe, un po' di sale, so pfeffer, salz, etwas Ingwer. E per ultimo metto il parmigiano. Und zum Schluss mache ich den Parmesan-Käse drauf. E adesso vado a provare i miei gnocchi. Allora, sono gnocchi di zucca con lo zenzero. So, jetzt probiere ich meine Gnocchi, also Gnocchi mit Ingwer und Kürbis. Oder Kürbis mit Ingwer. Allora, facciamo la prova. Jetzt probiere ich. Sono buonissimi, sono leggeri, schmeckt sehr gut, sehr leicht. Also, ich hoffe, dass dieses Rezept euch gefallen hat. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Condividete questo video e mettetevi un mi piace a questo video. Ich hoffe, dass dieses Rezept euch gefallen hat. Dann lasst mir einen Daumen und teile auch mit Freunden und Familie diese Video. Also, ich freue mich zum nächsten Video. Ja, und wir sehen uns zum nächsten Video. Allora, mi fa piacere che ci rivediamo al prossimo video. Allora, tanti saluti da Nadia dall'Italia.